Wenn du den Status quo beibehalten willst, wird nie etwas Neues geschehen. Eine Führungsperson ist ein Verrückter, der immer etwas Neues wagen will. Dein Leben ist ein Abenteuer. Wenn alle zu dir aufschauen, für den Fall, dass du fällst, ist das sehr schlimm. Es ist also sehr, sehr wichtig, dass du die Maschine upgradest. Um wirklich eine DNA des Erfolgs aufzubauen, braucht man diese drei Dinge. Einsicht, definitiv. Integrität und Inspiration. Wenn du inspiriert sein willst, musst du als erstes etwas finden, das größer ist als du selbst, um etwas zu tun, das größer ist als du selbst. Wenn du dich für Dinge entscheidest, die sicher und schön und einfach sind, die dir etwas Geld einbringen, du kannst etwas Geld verdienen, ich habe nichts dagegen. Wenn das das Ziel ist, ist es in Ordnung. Aber du wirst nicht inspiriert sein. Ein inspiriertes Leben zu leben und ein, mangels Vokabular, ich sage das nicht als Beleidigung für irgendeinen Beruf, ein klerikales Leben zu führen. Wenn ich klerikal sage, dann ist alles festgelegt. Du tust dies, dies und das, dann bekommst du dein Gehalt, das war's. Kein Risiko. Die letzte Generation von Menschen in diesem Land hat immer gesagt, als erstes sollte man sich eine Stelle bei der Regierung suchen. Das war immer das Bestreben. Wieso? Kein Risiko. Ob du fähig bist oder unfähig, du hast eine 40- bis 45-jährige Arbeitsspanne. Es spielt keine Rolle, ob man liefert, ob man nicht liefert, sogar ob man jeden Tag kommt oder nicht. Trotzdem hat man einen Job. Man wird nie gefeuert. Kein Risiko. Wenn es in dir Inspiration geben soll, muss es ein Element der Unsicherheit geben. Ohne Unsicherheit gibt es keine Inspiration oder Risiko oder Gefahr. Wo es keine Gefahr gibt, gibt es auch kein Abenteuer. Wo es kein Abenteuer gibt, wird niemand durch dich inspiriert sein. Wenn die Menschen nicht sehen, dass du bereit bist, dich auf etwas einzulassen, worauf sie sich nicht einlassen wollen, kannst du niemanden inspirieren. Die Menschen sollten sehen, dass du bereit bist, dich auf das einzulassen, wovor sie Angst haben. Nun, wenn du ein Risiko eingehst, könntest du dich verbrennen. Ja, es kann passieren. Das ist, was Gefahr bedeutet, dass es ein Risiko gibt. Das ist es, was Risiko bedeutet. Manchmal kann es völlig daneben gehen. Ja, natürlich kalkulieren wir die Risiken. Wir werden uns nicht blindlings auf etwas einlassen, aber es besteht ein Risiko. Wo es keine Gefahr gibt, gibt es kein Abenteuer. Vielleicht riskiert man sein Geld, vielleicht riskiert man seinen Ruf, vielleicht riskiert man den Verlust von Zeit in seinem Leben. 10 Jahre deines Lebens können ohne jedes Produkt vergehen. Möglich. Hallo? Wenn man ein Unternehmen gründet, kann es sein, dass man 10, 15, 20 Jahre seines Lebens in nichts investiert hat. Das Risiko ist da. Man wird vielleicht nicht getötet, wie es ist, wenn man von einem Berg springt, aber der Verlust des Lebens ist in vielerlei Hinsicht gegeben. Nun, ein grundlegendes Element für Inspiration, wenn sie kommen soll, ist Integrität. Wo es keine Integrität gibt, kann man nicht inspirieren. Integrität bedeutet genau das. Denke nicht, Integrität sei ein Bündel aus Moral, Werten, Ethik. Nein. Integrität bedeutet, dein Engagement ist größer als du selbst. Vielleicht ist es dein Unternehmen, vielleicht ist es deine Gemeinschaft, vielleicht ist es deine Nation, vielleicht ist es die Welt. Wir wissen nicht was, aber etwas, das größer ist als du selbst. Dafür setzt du dich ein. Dann sehen die Menschen, dass du Integrität hast. Menschen erfahren Integrität, weil du dich für etwas einsetzt, das über dein Eigeninteresse hinausgeht.
Wenn sie das nicht sehen, dann kannst du niemanden inspirieren. Und wenn du die Menschen um dich herum nicht inspirierst, wenn sie widerwillig sind, ist dein Leben vorbei, das musst du wissen. Und diese widerwilligen Menschen werden dir das Leben auf jede erdenkliche Weise schwer machen. Hast du sie gesehen? Jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit. Wenn du widerwillig bist, feuere ich dich. Das kannst du bis zu einem gewissen Grad tun. Auf diese Weise wirst du nicht das Beste aus den Menschen herausholen. Es geht nicht bloß darum, dass sie nicht widerwillig sind. Es ist nur, dass sie über ihre Grenzen hinausgehen und etwas tun. Erst dann geschieht etwas Wunderbares um dich herum. Nur dann. Wenn du bei dieser Tätigkeit bist, lohnt es sich, morgen früh aufzustehen mit vollem Einsatz. Andernfalls, nachdem du 5 oder 10 Jahre lang erfolgreich warst, wirst du fragen, sein oder nicht sein. Du sprichst es vielleicht nicht aus, aber es wird sich in der Länge deines Gesichts zeigen. Ja, das zeigt sich. Es gibt ein Fragezeichen, wenn das »Was ist der Sinn meiner Existenz?« Fragezeichen gekommen ist. Vielleicht ist es nicht in deinen Kopf gedrungen und zu Worten geworden, aber das Fragezeichen ist da in den Gesichtern der Menschen. Ein Gesicht, wenn wir dich gesehen hätten, als du 5, 6 Jahre alt warst, es war so, jetzt langsam. Das bedeutet, die Frage ist irgendwo aufgetaucht. Vielleicht noch nicht artikuliert, aber die Frage ist aufgekommen. Der Grund für diese Frage ist, dass es keine Inspiration gibt. Inspiration liegt nicht nur allein bei dir. Die Atmosphäre um dich herum sollte inspiriert sein. Ohne einen sehr ausgeprägten Sinn für Integrität wird das nicht geschehen. Wenn deine Integrität nur aus Moral und Ethik besteht, werden die Menschen dich satt haben. Denn es ist sehr schwer, unter einem moralischen Schatten zu leben. Sehr schwer. Es entzieht das Leben. Aber deine Integrität besteht darin, dass dein Engagement größer ist als dein persönliches Wohlbefinden. Dann ist alles um dich herum inspiriert. Wenn es um Einsicht geht, das ist der schwierige Teil. Einsicht bedeutet, dass du in der Lage bist, etwas zu sehen, was andere nicht sehen können. Du bist in der Lage, Dinge vor anderen Menschen zu sehen. Das ist eine wichtige Sache. Jeder sieht irgendwann alles, aber die Sache ist, dass du es vor ihnen gesehen hast. Das macht einen riesigen Unterschied. Wenn du in einer Schlacht wärst, würde das über dein Leben oder deinen Tod entscheiden. Wenn du in einem Unternehmen tätig bist, entscheidet das darüber, ob du wirklich erfolgreich bist oder nur über die Runden kommst. Wenn du dich in einem spirituellen Prozess befindest, ist das schlimmer als eine Schlacht. Wenn du keinerlei Einsicht hast oder wenn niemand um dich herum Einsicht hat, dann sind es Leben der Plackerei. Wenn du nicht in der Lage bist, irgendeine Einsicht zu erlangen oder wenn es niemanden um dich mit tiefer Einsicht gibt, du machst nur den spirituellen Prozess. Nun bist du für Leben in der Sklaverei. Ja. Deshalb sind sie überall auf der Welt die schlimmste Art geworden. Wenn also die Einsicht in etwas kommen muss, ist eine wichtige Dimension. Der Grund, warum es keine Einsicht gibt, ist, dass die Menschen weitgehend versuchen, mit ihrem Intellekt zu funktionieren. Das ist eine bedauerliche Folge der Art von Bildung, die überall vermittelt wird und bei der Intellekt als oberster Wert angesehen wird. Um die Mechanismen davon zu verstehen, wie dein Intellekt funktioniert, dein Intellekt funktioniert nur anhand der Daten, mit denen er gefüttert wurde. Daten bedeuten Erinnerung. Die Erinnerung von jemandem oder deine Erinnerung. Erinnerung bedeutet Dinge, die bereits geschehen sind. Wenn du also anhand der Daten, die du hast, funktionierst, kannst du Permutationen und Kombinationen dieser Daten machen und es für einige Zeit wie Magie aussehen lassen. Aber eine Sache ist ganz klar, es wird nie etwas Neues passieren, weil man sich in seinen eigenen Daten verfangen hat. Einsicht bedeutet also, dass du nicht mit etwas Begrenztem identifiziert wirst.
Deine Identitäten mit den Begrenzungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Daten, die du sammelst. Im Moment bist du identifiziert mit, sagen wir, mit deinen eigenen persönlichen Qualifikationen. Jetzt ist das, womit du dich identifiziert hast, das, was du geworden bist. Oder sagen wir, du identifizierst dich mit deiner Gemeinschaft oder mit deiner Nation, und das ist, was du wirst. Womit du dich identifizierst, das wirst du auch. In diesem Sinne bist du nicht in der Lage, das Leben einfach so zu sehen, wie es ist. Wenn du nicht in der Lage bist, die Dinge einfach so zu sehen, wie sie sind, dann liegt das schlichtweg daran, dass du der Erinnerung mehr Bedeutung beigemessen hast als der menschlichen Aufmerksamkeit und Intelligenz. Menschliche Aufmerksamkeit und Intelligenz ist von weitaus größerer Bedeutung als deine Erinnerung. Hast du schon mal von Andrew Carnegie gehört? Ein Andrew Carnegie begann in den Vereinigten Staaten viel Geld zu verdienen. Das waren nicht die Tage dieser Bezos und Musks und welche anderen Menschen auch immer. Niemand verdiente Milliarden. Die Menschen haben ihr Geld immer schrittweise verdient. Aber dieser Mann begann, enorme Summen zu verdienen. Und so gab es natürlich den Verdacht, woher kommt es? Denn in den 20er, 30er Jahren gab es in Amerika viele Schneeballsysteme. Daher dachten sie, er würde etwas tun. Und so wurde eine Gruppe von Kongressabgeordneten gebildet, um Carnegie zu untersuchen. Diese Untersuchung dauerte einige Zeit an und sie fanden nichts Unrechtes. Dann riefen sie ihn und bei der Untersuchung fragten sie ihn: Wir haben nichts Unrechtmäßiges gefunden. Irgendetwas muss faul sein, denn du verdienst so viel Geld in so kurzer Zeit. Irgendwo muss hier ein Verbrechen vorliegen. Wo ist es? Fragen Sie ihn. Also sagte er: Schaut, ich kann allem, was ich sehe, bis zu 5 Minuten lang meine volle Aufmerksamkeit widmen. Kann das jemand von euch tun? Sie dachten: Blödsinn, was sind schon 5 Minuten? Können wir nicht aufmerksam sein? Sag uns, was es ist. Also hat er ein Experiment gestartet. 5 Minuten. Niemand konnte länger als ein paar Sekunden aufmerksam sein. Ihre Aufmerksamkeit war überall verstreut. Dann haben sie gemerkt, dass sie nicht in der Lage sind, 5 Minuten lang aufmerksam zu sein. Dann sagte er, sie sollten die Vereinigten Staaten nicht führen. Es wird nirgendwo hinführen, wenn ihr dieses Land regiert. Weil menschliche Aufmerksamkeit Türen in der Existenz öffnen kann. Menschliche Erinnerung wird nur die Vergangenheit recyceln. Leider werden Daten im Moment sehr hoch gehandelt. Aber wie dem auch sei, die Datenleute werden untergehen, sobald sich die künstliche Intelligenz weiter durchsetzt. Mein Telefon hat mehr Daten als ihr alle zusammen. Hallo? Ja oder nein? Es ist in der Lage, einen Doktortitel pro Tag zu verdienen. Ja, es enthält genügend Informationen. Verwechsle also Informationen und Daten nicht mit Intelligenz. Intelligenz wird nur durch Aufmerksamkeit geschärft, nicht durch Denken. Denken bedeutet ein Wiederverwerten von Daten. Ich will damit nicht sagen, dass Daten völlig irrelevant sind. Sie sind es nicht. Wenn man einen Status quo beibehalten will, sind Daten wichtig. Aber wenn du eine Führungsperson sein willst, eine Führungsperson bedeutet, dass du ein Verrückter bist, der immer etwas Neues wagen will. Etwas Neues bedeutet, dass du dich immer wieder auf unbekanntes Terrain begeben willst. Unbekanntes Terrain bedeutet, dass du dich bewusst in Gefahr begibst. Dein Leben ist also ein Abenteuer. Weil es ein Abenteuer ist, schauen alle zu dir auf. Wenn alle zu dir aufschauen, für den Fall, dass du fällst, ist das sehr schlimm. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass du die Maschine upgradest, bevor du die Aktivität upgradest.